Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Doch, ich weiß, wo ich anfangen soll. Ich danke euch erstmal für all die Nachrichten, die mich erreicht haben, sei es über die Kommentare von dem Community-Bereich oder auch privat und per E-Mail. Ich bin da sehr dankbar drum. Es tut mir leid, dass ich da bislang noch kaum drauf reagiert habe. Es waren recht viele Nachrichten und ich war einfach noch nicht. Ich komme momentan eh gerade ein bisschen nicht hinterher, was die Nachrichten angeht. Und ja, das ist einfach Umstände geschuldet, dass ich gerade ein bisschen durcheinander bin, verständlicherweise, denke ich. Ich kann sofern euch was Gutes erzählen. Es gab jetzt sehr, sehr viele schlechte Nachrichten. Das Abgeben der beiden war ganz schrecklich für mich, also ganz, ganz furchtbar. Ich mag jetzt auch gar nicht groß im Detail drüber reden, weil sonst heule ich und das muss jetzt nicht sein in dem Video. Ihr kennt es sicher, wenn es reicht, dass jemand fragt, na, wie geht's dir? Oder dich im schlimmsten Fall sogar noch irgendwie lieb anschaut oder anfasst und dann bricht einfach der Damm, den man sich so mühsam aufgebaut hat. Aber die gute Nachricht ist, dass die beiden jetzt ein bisschen Vertrauen gefasst haben zu ihrer lieben auf Zeitmama, nenne ich es jetzt mal, und die Nacht sogar bei ihr im Bett verbracht haben, was für mich unglaublich beruhigend ist. Und wenn ich die Rückmeldung kriege und es passt, dann sehe ich sie hoffentlich am Wochenende. Ich möchte sie am Wochenende besuchen. Ich hoffe, dass das nicht kontraproduktiv ist und die Tiere nicht extrem verwirrt, aber ich will sie halt auch einfach sehen. Genau, weshalb wir aber heute hier sind und ich das Video machen möchte, ist, dass ich euch mein Budget nochmal neu zeigen möchte, denn da hat sich einiges verändert. Nicht nur wegen der Situation mit den Tieren, also die spielt auch sehr stark rein, weil ich da einige Posten nochmal komplett neu kalkuliert habe wegen neuer Kosten, die jetzt wegen der ganzen Situation auf uns zukommen, aber auch wegen eurer ganzen tollen Ratschläge bezüglich meines Geschäftsbudgets, was ihr mir ans Herz gelegt habt, also dass ich die Einnahmen von YouTube, von Affiliate, von Katze Kunterbund alle getrennt erfassen sollte und dann mir sozusagen ein Gehalt auszahle, welches dann ins private Budget reingeht, womit ich mir einen guten Überblick verschaffe über meine Einnahmen und Ausgaben, dass ich das alles so nicht die Waage hält, das wäre schlecht, sondern dass das halt in einem vernünftigen Rahmen läuft. Meine Investitionen sozusagen in den Shop und in den Kanal, aber halt auch für die Steuer vorbeugend, dass ich eben eine Auflistung habe von all meinen Einkäufen. Die Rechnungen hebe ich ja eh auf, bin ich eh schon ganz wild am Sammeln. Ja, genau. Und das ist absolut sinnvoll und da habt ihr auch absolut recht. Aber das zu erstellen hat natürlich bedeutet, dass ich mein altes Budget komplett über Bord werfen musste. Was aber auch nicht schlimm war, weil das neue Budget zu machen mich ganz wunderbar abgelenkt hat von der ganzen Situation und deswegen wollte ich es euch auch gerne heute per Video nochmal im Detail vorstellen. Genau, und das machen wir jetzt und da führe ich euch einfach mal kurz durch. Ausgefüllt habe ich es schon. Also ich habe das jetzt so umgestellt. Ich habe weiterhin meinen Kontostand Monatsstart, Patricks Gehalt, Kindergeld. Das sind ja die Posten, die gleich bleiben. Aber jetzt habe ich einfach nur Fina. Und habe mir für diesen Monat, und das ist weitaus weniger als ursprünglich drinnen stand, ein Gehalt ausgezahlt von 750 Euro, mit dem ich dann im Gesamtbudget arbeite. Diese 5 Euro bei Sonstiges sind übrigens die 5 Euro, die zu viel in meinem Januar-Umschlag drin waren für diese jährlichen Fixkosten. Die konnte ich ja dann einfach wieder hier verbuchen und deswegen habe ich mir noch eine Sonstiges-Kategorie gebastelt. Hier ist alles weiterhin gleich, damit war ich auch zufrieden. Bei den variablen Kosten hat sich dann wieder was verändert. Ich habe Lebensmittel, Auswärtsessen, Freizeit, dann Drogerie und Blow Money und ungeplant. Aber was hier jetzt rausgefallen ist, ist die zusätzliche Tilgung und die Rücklage für die Sinking Funds 2, weil ich die einfach irgendwie noch ein bisschen abgetrennt haben wollte. Weil mein Ziel ist immer, dass ich diese Zahl nehme und dann das hier alles abziehe. Das hier alles abziehe und dann bleibt das übrig, was ich hierfür verwenden kann. Also das ist so meine Denkweise, wie ich das Schritt für Schritt durchgehe. Und deswegen war das für mich einfach, ja, für mein Gehirn einfach sinnvoll, hier nochmal ein Washi-Tape zu machen. Ne? Genau, wir haben hier überall die gleichen Zahlen, da hat sich nichts verändert.
Allerdings ist natürlich die Rücklage für die Sinking Funds 2 geringer ausgefallen, weil ich mir ja ein Gehalt gezahlt habe und das nicht alles ist, was da reinkommt eigentlich. Aber was natürlich auch rausgefallen ist, ist der variable Posten mit FINA, Kanal und Katze Kunterbunt, weil ich das ja jetzt komplett extra abhandle. Gut, dann zeige ich euch, wir machen das mal ganz spannend. Ich mache mal hier auf der Seite noch zu, damit ihr da noch gar nichts seht, weil dann zeige ich euch nämlich erstmal die neue Aufteilung der Sinking Funds. Ich habe weitaus mehr als ursprünglich geplant war ins Hausbudget reingepackt. Aus dem Grund, weil da große Ausgaben auf uns zukommen werden. Wir werden einen Staubsauger mit HEPA-Filtern und so einen Wasserstaubsauger, der diese Partikel halt im Wasser bildet, bindet und nicht hinten wieder auspustet, uns anschaffen. Genauso wie so einen Luftreiniger uns anschaffen. Das war alles auf meiner Liste von Dingen, von Empfehlungen, die ich von euch bekommen habe. Auch nochmal herzliches Dankeschön von mir dafür. Und die ich dann Patrick eben vorgestellt habe, diese ganze Liste, und wir gemeinsam überlegt haben, was wir umsetzen und wann wir das umsetzen. Das heißt, da wurde sehr viel rein investiert. Und deswegen mussten natürlich da andere Sinking Funds massiv drunter leiden. Dann habe ich im Tier Sinking Fund weitaus mehr drinnen. Und der Grund ist der, dass die Pflegestelle, und so würde ich es auch gerne in Zukunft nennen, die Pflegestelle für Finny und Nemo, der zahle ich 50 Euro im Monat für eben die Pflege meiner Tiere, und ich kaufe weiterhin das Futter sowie das Katzenstreu für die beiden und bringe das ihr dann einfach bei meinen Besuchen immer vorbei. Das heißt, die Kosten hier sind stark gestiegen. Ich habe ihr jetzt das Geld für Januar und für Februar bereits gegeben, also 100 Euro sind hiermit einkalkuliert, und ich habe ihr halt ganz viel Futtervorrat, den wir noch da hatten, gegeben. Genau, das erklärt diese Zahlen. Dann beim Gesundheits-Sinking Fund habe ich auch weitaus mehr reingepackt, weil Patrick sein Allergiker-Medikament bereits bekommen hat und das auch sehr teuer war. Also deswegen brauchten wir hier mehr. Dann haben wir im Kleidungs-Sinking Fund noch mal ein gutes Stück mehr, weil ich tatsächlich komplett vergessen hatte, dass Patrick ja mit den Kindern Schlitten fahren möchte. Ich habe irgendwie das Thema für mich abgehakt gehabt, weil ja Skikurse nicht stattfinden wegen dem Lockdown. Aber Schlitten fahren kann man natürlich trotzdem gehen. Weil wir ja in der glücklichen Lage sind, dass das alles sehr nah hier bei uns stattfindet und wir jetzt Schneefall hatten vor 2 Tagen und man eben nicht dafür weiter wegfahren muss. Genau, deswegen ist da ordentlich Geld drin. Das werde ich aber allesamt aus eBay Kleinanzeigen mir raussuchen. Und da bin ich auch schon ordentlich dabei. Und Patrick hat heute auch schon was abgeholt. Das heißt, ihr dürft gespannt sein dann auf den Sonntags-Weekly-Check-In. Da wird unglaublich viel passieren. Also das wird der geschäftigste Weekly-Check-In aller Zeiten, weil wir einfach all diese Sachen jetzt zeitnah besorgen müssen. Genau, was gibt es noch? Ich musste hier natürlich meine Abstriche machen, um das hier zu ermöglichen. Bei Feiern habe ich nur das Minus ausgeglichen. Bei Schule kam nichts dazu. Gut, wir haben jetzt auch den kompletten Monat Homeschooling. Da wird mit Sicherheit nichts fällig werden in Sachen Schulmaterialien und so weiter. Bei Reisen konnte ich nichts dazu packen, leider. Bei Steuer habe ich sogar mehr dazu gepackt. Einfach nur, weil ich halt da vorsorgen möchte. Bei Spenden konnte ich auch nichts dazu packen. Also ich habe hier einfach bei allem dort unten versucht, möglichst nur das Allerwichtigste zu bedienen. Ab hier eigentlich, ne? Nichts mehr reingepackt, höchstens ein Minus ausgeglichen. Ja, genau. So ist halt der Stand jetzt gerade. Wir müssen uns auf diese Sachen konzentrieren. Gut, jetzt kommt der wahrscheinlich noch spannendere Teil. Und zwar ist das mein neues Budget für den Shop und für YouTube. Hier unten stehen all meine Ausgaben, meine Investitionen, die ich jetzt hatte. Aber das wollte ich noch zudecken, weil ich das mit euch gerne im Weekly Check-In im Detail besprechen wollte. Aber ich zeige euch mal, wie ich das aufgebaut habe. Also das Ganze läuft über einen Sinking Fund. Kunterbunt Monatsstart habe ich jetzt da reingeschrieben. Weil das da hier ist ja dann praktisch der Sinking Fund, also die Ausgaben, die davon abgezogen werden. Und wenn ich nicht komplett alles verbrauche, wird dann dieser Betrag, der hier noch übrig ist, genauso wie beim großen Budget auch, im nächsten Monat hier in dieser Anfangsspalte übertragen.
Dann meine ganz normalen Einnahmen, wie ihr sie schon kennt, beziehungsweise es ist beim Shop schon wieder etwas mehr geworden. Ich habe hier jetzt einfach immer den Tag, an dem ich mir diese Zahl halt einfach rausgesucht habe bei PayPal eingetragen. Das kann ich dann natürlich regelmäßig neu machen. Und nach welchem Wort sucht mein Hirn gerade vergeblich? Aktualisieren, genau, das ist das Wort. Genau. Zum Shop übrigens, ich bekomme jetzt heute oder morgen endlich, und glaubt mir, es war so furchtbar, da nichts machen zu können, das Stickerpapier, kann damit neue Sticker herstellen und kann damit endlich wieder weitere Bestellungen rausschicken. Es tut mir so leid, dass ihr so lange warten musstet jetzt auf eure Bestellungen. Ich glaube, ein Drittel konnten wir bereits rausschicken. Die dürften auch schon bei euch angekommen sein. Ich habe auch mega liebe Rückmeldungen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür und wiederum, sorry fürs Nicht-Antworten, aber es war einfach so viel. Und jetzt geht es endlich weiter. Also tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat, aber durch den Lockdown und durch die Feiertage hatten dann auch Amazon sowie ein anderer Shop, bei dem ich dann auch noch bestellt habe, jeweils 6 Tage Lieferzeiten, was mich schier wahnsinnig gemacht hat. Und dann sind natürlich Schreibwarenläden nicht irgendwie essentiell wichtig. Das heißt, die haben allesamt zu und Müller Drogeriemarkt, der offen hat, der führt dieses dicke Papier nicht, weder hier noch in anderen Ortschaften rundherum. Es war ein Albtraum für so einen Kontrollfreak wie mich. Ich kam einfach nicht drum rum, ich musste warten. Und das Warten hat jetzt eben Gott sei Dank bald ein Ende und dann werden die nächsten Tage erstmal durchgearbeitet und dann schicke ich all eure Päckchen raus und freue mich schon sehr darauf. Aber zurück zum Budget. Das ergibt dann sozusagen meine Gesamteinnahmen, was ich unglaublich cool finde. Schaut euch das an, 1.109 Euro, yay, so krass. Und dann habe ich eine Kategorie und die heißt Rücklagen und Übertrag. Besser konnte ich es nicht nennen. Mir ist nichts Tolleres eingefallen. Und zwar habe ich erstmal die Rücklage in den Sinking Fund Steuer. Die möchte ich immer hier aus diesem Budget mir gleich rausholen. Das sind 50 Euro, das sind die, die hier drüben auftauchen. Genau, das heißt, ich werde diesen Steuersinking Fund nie aus dem regulären Budget bedienen, sondern immer aus diesem hier, weil das einfach auch zusammengehört für mich. Dann habe ich Übertrag Privatbudget, 750 Euro. Das sind sozusagen die Einnahmen, also das Gehalt, was ich mir auszahle für diesen Monat. Das habt ihr ja auch drüben gesehen. Und dann gibt es noch eben Rücklage Sinking Fund Kubu, also Kunterbunt. Und Klitzeklein oder Katze Kunterbunt, also Kubu ist ja in beiden drin, deswegen nenne ich den jetzt einfach mal Kubu. Das sind 309 Euro und die sind dann eben hier drinnen im Sinking Fund, so wie ich das bei meinem kleinen Lockwood auch habe, einfach unter Einnahmen oder Einzahlungen. Dann hier 309, das soweit kann ich es euch ja zeigen. Genau, ich habe jetzt hier geschrieben Guthaben 309. Und ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel von dem, was abgegangen ist. Friction Minen ist ja einfach auch für den Kanal, ne? 6 Euro, bleiben übrig 303 Euro. Und so rechne ich das eben runter. Alles, was jetzt in dem Monat passiert, alle Ausgaben, die dieses Thema betreffen. Und das, was dann hier unten übrig bleibt, ist dann eben im nächsten Monat hier in dieser ersten Spalte Kubu. Eigentlich müsste ich es hier auch Kubu nennen, das ändere ich noch. Sinking Fund Kubu, Monatsstart. Genau, so schaut es jetzt für mich aus. Ich finde es gut, mir gefällt es total gut. Ich meine, ich stehe ja auch generell drauf, sowas neu zu machen und neu zu strukturieren, aber es ist definitiv weitaus übersichtlicher als vorher und ich kann mir viel schneller auch einfach einen Überblick machen, ob einfach die Ausgaben und die Einnahmen, ob das alles in einem Verhältnis ist, was irgendwie Sinn macht. Und ja. Genau, das ist jetzt der neue Stand. Ich habe auch alle Eintragungen in meinem Logbuch schon verändert. Da wurde rumradiert bis zum geht nicht mehr. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Dementsprechend sehen manche Seiten jetzt nicht mehr ganz so schön aus. Und der Monk ist sehr wütend, dass das jetzt hier alles so hässlich ist. Aber zugunsten der Umwelt hoffe ich doch, dass ich das jetzt nicht austauschen muss und muss, sage ich, weil der Monk der Chef bei mir zu Hause ist und nicht ich. Guckt mal da. So viel rumradiert. Naja, auf jeden Fall ist jetzt alles wieder auf dem aktuellen Stand. Und genau, sagt mir doch Bescheid, ob ihr das gut findet, ob ihr da noch Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr alles verstanden habt. Genau.
generell freue ich mich wahnsinnig, von euch zu lesen. Ich werde jetzt nach und nach auch wieder Kommentare beantworten. Lesen tue ich aber alle, also nochmal für euch alle, selbst wenn ich nicht antworte, ich lese alles und ich freue mich über alles. Und es ist so schön, diesen Rückhalt zu spüren bei all diesen Themen. Ich hatte einen Kommentar, das war total lieb, wohlwollend gemeint. Das weiß ich, dass es einfach so die Schattenseiten von Social Media wären, dass man natürlich sich erklären muss, wenn mal kein Video kommt, weil man ja sich diesen Video-Zeitplan überlegt hat. Da wollte ich bloß nochmal sagen, also ich fühle mich da in keinster Weise irgendwie unter Druck gesetzt. Wirklich in keinster Weise. Ich bin, was so viele Themen angeht, im Privaten als auch bei YouTube ein offenes Buch, weil ich überhaupt nicht verstehe, warum ich da irgendwie zurückhaltend sein sollte. Es ist alles in Ordnung. Man kann über alles reden. Ich möchte euch gern alles erzählen, was mir auf dem Herzen liegt und was bei mir so passiert. Also macht euch da keine Gedanken darüber. Genau. Es ist jetzt gerade einfach eine blöde Zeit. Es wird wieder besser werden. Und ich freue mich einfach, dass ich euch habe und einfach diese Community da ist und ich diesen Rückhalt spüre und all diese Nachrichten und all diese Ratschläge und lieben Worte und all das. Also ich möchte das nicht missen. Genau, so, bevor ich jetzt noch emotionaler werde, weil das wollte ich auf keinen Fall werden in diesem Video, weil sonst komme ich wieder so schwer raus aus dem Loch, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns, ich weiß noch nicht ganz genau wann wieder, entweder morgen oder übermorgen, da möchte ich nämlich einen kleinen Blog, nee, Vlog, ne, Video-Blog-Vlog machen. Zum Thema Shop und was sich da so getan hat und wie jetzt halt einfach diese ganzen Bestellungen rausgehen und so. Und ich kann euch schon mal spoilern, dass ich was Neues habe für den Shop, was mich wahnsinnig freut. Und genau, und dann natürlich am Sonntag wieder zum regulären Weekly Check-in und das wird ein richtig langes Video, weil da wird so richtig, richtig, richtig viel sein, was wir gemeinsam tracken werden. Genau, jetzt aber wirklich, ich wünsche euch was und bis dann. Ciao!